So Leute, herzlich willkommen beim nächsten Part von Let's Play Assassin's Creed 3, die Tyrannei des König Washington. So, was wir in den letzten Parts hier erlebt haben mit meinem Mikrofonton, das tut mir leid, meine Mikrofonverstärkung war irgendwie noch auf Maximum. Ich habe keine Ahnung wieso und wie ich das irgendwann gemacht habe, vielleicht irgendeine Tastenkombination oder so. Ich weiß es nicht. Das war jedenfalls ein gigantischer Fail und das sollte nicht so sein. Machen wir jetzt aber erstmal mit der Hauptquest weiter. Hier. Teile in Bewegung. Sam und Cannon Dogon sind mit dem Rest der Männer fort in Richtung Boston. Ich hoffe, sie schaffen es. Wir sollten so bald wie möglich dazu stoßen. Zuerst muss ich das einschmelzen. Dann brauche ich das Diagramm meines Designs. Ich habe es zur Sicherheit einem Offizier anvertraut. Du wirst ihn in der Taverne treffen. Hol es. Dann kann ich das Metall in die richtige Form bringen. Ach komm schon. Zur Taverne gehen. Okay. Machen wir mal. Schauen wir mal, wohin uns das führt. Und zack, darüber. So, darüber, schnell Wolfsmantel auswählen. Und wieder unsichtbar werden. Und dann in die Taverne rein, vorbei an den Wachen. Um keine Kämpfe zu erregen. Mit dem Blaurock sprechen. Okay, schnell bevor die mich angreifen, hey. Benjamin Franklin schickt mich zu dir. Tut mir leid, mein Freund. Wenn du etwas willst, musst du mich schlagen. Oh. Ich habe aber nicht sehr viel Zeit. Das ist meine Bedingung. Also gut. Doch beeilen wir uns. Oh, da müssen wir den jetzt wohl schlagen, oder? Ist irgendein optionales Ziel, zum Glück nicht. So, dann ziehen wir mal. Wir können nur mit diesem Stein hier ziehen. Okay. Müssen wir uns das echt von dem gefallen lassen? Warum verprügeln wir den nicht einfach? Ich meine, hallo? Hast du schon von dem kleinen Tumult gehört letzte Nacht? Connor. Connor antwortet nicht. Radon Hagedon. Ja, der hier. So wenig wie möglich riskieren. Kampf ist nicht ganz richtig. Das war ein Massaker. Und aufpasst, massakriere ich dich, du Penner. So, den hier schlägt der meinen und dann kann ich seinen wieder schlagen. Ein paar Jungs sind von Putnam reingelegt worden. War lustig. Was meinst du mit reingelegt worden? Weißt du eigentlich, mit wem er gerade Dame spielt? Wovon redest du denn da? Putnam hat das Gerücht verbreitet, dass der Hauptmann der Wachen zu den Rebellen hält. Herrlich. Was ist hier los mit dem? Ja, Putnam hat die Rotröcke dazu gebracht, alle gemeinsam zum Boston Neck zu kommen. Und dort hat er sie einfach niedergemäht. Das ist aber nicht gut, oder? Ich meine, die Rotröcke sind ja jetzt irgendwie unsere Freunde. Du bist dir ganz sicher? Ich war da. Ich habe gesehen, wie der alte Adams krepiert ist. Und X drücken, um das Spiel mit einem Wutausbruch zu beenden. Das reicht. Auf ihn, Jungs. Oh geil, die Musik.
Das sind Kontextangriffe. Ach so. Und zack. Boom. Okay, ist falsch. Und den hier. Gut, das war wohl doch richtig, ja. Bäm. Und zack. Oh. Der ist aber gefährlich, du. Boah, bam, bam. Und zack, so, den Brettspieler nach dem Diagramm durchsuchen und verschwinden. Die haben eh nie bezahlt. Ach so, okay. Franklins Diagramme erhalten, dann wollen wir den mal zu dem guten Mann zurückbringen. Mein Gott, was ist denn? Na egal. Ja genau, Adlerflug. Irgendjemand ruft die ganze Zeit an. Ja, ich bin halt wohl. Spieler die Wahrheit gesagt? Ist Adams in eine Falle getappt? Ich muss es wissen. Okay, geht jetzt einfach so weiter. Während der Untersuchung unentdeckt bleiben. Anonym werden, okay. Oh Gott. Ja, scheiße. Muss ich erstmal Köder einsetzen, weil da drüben ein Hund ist. So, okay. Dann in den Wolfsmantel wechseln, denn der Hund bemerkt uns jetzt nicht mehr. In anderen Worten, der ist jetzt scheißegal. So. Und einen Weg nach darüber, genau. Erstmal. Und dann in dieses Gebüsch. Und dann durch das Tor. Einfach an den vorbei. Nein. Köder, Köder, Köder. Ah. Nein! Ach, warte mal. So, Leute, sorry. Ich musste kurz irgendwie... Hat mich irgendjemand angerufen. Wenige Momente später am Boston Neck nochmal. Genau. Muss nochmal, gerade nochmal unentdeckt bleiben. Wolfsmantel. Gut. Können wir jetzt mal ein bisschen weiter vor als vorhin. Und zwar hier rein. Das ist sogar gut. Okay, und weiter. Wenn ich in dem Gebüsch hier bin, da drüben. Schnell mal zum Köder wechseln. Ah, jetzt kommt nämlich der scheiß Köder wieder. Also können wir in den Wolfsmantel und ins nächste Gebüsch. Uniform. Getrocknetes Blut. Oh Gott, war das knapp.
Scheiß Hund! Schnauze halten. Ist Sam Adams tot? Dorfbewohner verhören. Okay, da drüben ist nochmal so ein dämlicher Hund. Nein! Das ist blöd, dass der nur aus einer Richtung rauskommt. Ich wähle jetzt schon mal den rohen Fleischköder aus. So, Wolfsmantel. Und Wolfsmantel an. Und dann zu den Dorfbewohnern, um ihn zu verhören. So. Und weiter. Interagieren wir mit ihm. Wer ist das am Boden? Furchtbar war das. Furchtbar. Die Rebellen wurden überrumpelt. 4-1 in der Unterzahl. Ein Abschlachten war das. Erbärmliches Abschlachten. Okay. Eine Art Erinnerungssequenz. Oh yeah. Feuer! Oh. Aua. Scheiße, Mann. Puh, das ist heftig. Ziemlich heftig. Ah, die haben wir jetzt auch geschafft, die Mission. Okay. Jetzt ist natürlich naheliegend, dass wir den Part beenden. Also gut, Leute, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao.